Hallo Klasse 2, heute geht es ums 1x1 mit 8. Da siehst du schon ein Bild zur Erklärung. Im Boot sitzen immer 8 Ruderer gemeinsam. Du siehst 4 Boote, das heißt die Malaufgabe dazu ist 4 mal 8 ist gleich 32. Bei der Aufgabe 1 sollst du wieder die Kernaufgaben zu den Punktebildern aufschreiben. Du hast eigentlich schon alle wieder aufgelistet. Genau. Das machen wir mal. Du schreibst also wieder das Datum oben rechts. Jede Ziffer bekommt ein Kästchen. Der Punkt nicht. Der Punkt, den machst du zwischen 2 Ziffern unten hin. Schreibst Hausaufgabe, unterstreichst, aha, Seite 30, Aufgabe 1 und schreibst dann die Kernaufgaben. Darfst dir auch in Rot schreiben oder Bleistift oder wenn du einen Füllerführerschein hast, schon mit Füller und vielleicht dann rot einkreisen, wenn das Ganze trocken ist. Das sind also die Kernaufgaben, die findest du auch wieder auf deiner Übersicht. Und mit denen kannst du dir dann alle anderen Aufgaben auch erschließen. Das soll dir dann erschließen, heißt, von den Aufgaben kommst du auf alle anderen Aufgaben im 8x1. Das sollst du auch bei der Aufgabe 2 zeigen. Da ist das erste Beispiel 3x8. 3x8 ist keine Kernaufgabe, aber ich kann die 3 zerlegen in die 1 und die 2. Dann habe ich also 1x8 und 2x8. Und musst es zusammenzählen. 1 mal 8 ist 8, 2 mal 8 ist 16. Schreibt mal also in die zweite Zeile, 3 mal 8 ist gleich 8 plus 16 ist gleich 8 plus 10 ist 18, 8 plus 2 ist 20, plus 4 ist 24. Und so sollst du eben auch die anderen Ergebnisse hier finden. Genau. Oben die Kernaufgaben helfen dir. Da hast du ja schon die Ergebnisse hingeschrieben. Bei der Aufgabe 3 sollst du mit deinem Rechenweg rechnen. Wenn du so Aufgaben wie 4 mal 8 schon auswendig kannst, das kann ja auch 8 mal 4, müsstest du eigentlich schon wissen, musst du gar keinen Rechenweg hinschreiben. Und bei der Aufgabe 4 sollst du nochmal das ganze 1x1 mit 8 aufschreiben untereinander und dann rechts daneben die Tauschaufgaben. Die Kernaufgaben sollst du rot schreiben. Es ist auch in Ordnung, wenn du die dann einfach rot einkreist oder einen Kasten drumherum machst in rot. So, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Bis bald. Tschüss.